Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound. Wir haben eine Höhle gefunden, in der es ein komisches Krabbelvieh gibt. Und ich weiß nicht, was diese Anzeige hier heißen soll. Mit dem grünen Pfeil daneben. Das sieht aus wie so ein Fieberthermometer. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass es irgendwie zu warm wird oder so. Naja, okay, erstmal werden wir uns nochmal bandagieren, denn ich weiß nicht, wie stark das Vieh ist. Und bevor wir runtergehen, sammeln wir direkt mal hier die Ressourcen ein. Weil das brauchen wir ja alles noch für unsere Satellitenschüssel. Okay. So, die Viecher haben sich auf jeden Fall von der letzten Folge nach unten verpieselt in die Höhle. Also scheint die Höhle noch etwas größer zu sein. Oh, das war jetzt richtig clever. Das war jetzt... Oh. Okay, das Ding ist nicht friedfertig. Überhaupt nicht. Und, na, super. Okay, das war eine super Vorbereitung. Da habe ich jetzt richtig Blödsinn gemacht. Aber zum Glück kann ich rekonstruiert werden und habe natürlich auch alle meine Sachen noch. Okay, wir gehen runter. Wir müssen jetzt schauen, was das ist. Ach, Mist. Einen Moment, wir gehen nochmal hoch. Denn ich wollte schauen, was wir denn schon alles haben. Und was wir noch brauchen. Okay, wir haben noch... Ach so, wir müssen das ja auch in den Ofen schmeißen. Wir haben ja hier unseren Smelter. Und... Am besten, wir brauchen auch mal so eine Kiste, oder? Damit wir hier mal die ganzen Sachen reintun können. Hier, Iron schmeißen wir jetzt hier rein. Was haben wir noch? Cobblestone, Kohle. Okay, hatten wir nicht noch irgendwas? Ja, genau, Kupferohre. Ah, okay, eins geht nicht, weil man braucht mindestens zwei Iron für einen Bar. So, den schmeißen wir jetzt auch hier rein, machen wir den fertig. Dann haben wir nämlich schon Copper Bar, Iron Bar. So, können wir auch hier rein tun. Dann gucken wir nochmal nach. Ich kann mir das ja alles immer so toll merken. Copper brauchen wir noch 6, Iron noch 6, Silber haben wir noch gar nicht. Das brauchen wir auch noch. Wir schauen mal kurz. Nee, okay. Schon gut. Ja, wir gehen wieder runter und werden Rache nehmen. Also das lasse ich doch nicht am Anfang einer Folge auf mir sitzen. Dass so ein dämliches Vieh mich hier... Du bist friedlich, ne? Du nicht. Ihr seid nicht friedlich. Ihr seid immer die lustigen Schreihälse. Hört mal auf. So. Na komm schon. Lass mich in Ruhe. Ganz woanders seine Musikkarriere anfangen. So, ich fäll nochmal hier so einen Baum. Der Baum fängt langsam an, sich in seine Bestandteile aufzulösen. Und fällt er nach rechts oder nach links? Was meint ihr? Toll. Was haben wir hier? Okay. Was ist das hier eigentlich? Oh, Pixels. Ah, okay.
Toll, jetzt komme ich hier nicht hoch. Muss ich jetzt wieder mein Seil dafür benutzen? Nee, das lohnt sich nicht. Wir nehmen unsere dicke Axt. Haut auf! Da könnte doch auch was Interessantes sein. Da werden wir mal runtergehen. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Haben wir noch Fackeln? Ja. Aha, hier haben wir nämlich richtig viel. Zum Beispiel Kohle. Okay, da muss die Spinne in der anderen Höhle noch ein bisschen warten. Obwohl die uns ja noch nicht mal angegriffen hat. Das war dieses komische Vieh, was irgendwie wirklich beängstigende Geräusche gemacht hat. Wirklich nicht schön. Wir müssen uns unbedingt mal darum kümmern, dass wir hier besseres Abbauwerkzeug kriegen. Hiermit dauert das echt lange. Ach, das war's schon. Da unten ist noch der Block, der da runtergefallen ist. Ach! Ich wollte doch gar nicht die... So, die können wir auch wieder... Die nehmen wir einfach wieder mit. Weil wir haben ja eh eine Taschenlampe zur Not. Und den hier wollte ich noch abbauen. Den nehmen wir uns noch mit hier. Fibre. Und die passende Kohle darunter. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Das bringt uns dann wieder einiges für Bandagen. Und die sind auf jeden Fall sehr wichtig hier. Wirklich. Mega. Ich würde jetzt gerne mal so langsam gucken, dass wir auch einen anderen Planeten erforschen. Aber dafür brauchen wir ja auch noch Sprit und so weiter. Toll, jetzt komme ich hier nicht raus. War ja eine super Idee, hier reinzuspringen. Müssen wir uns hier auch noch raus... Ist ja lustig, dass wir hier überall hinzielen können. Und die Sachen kaputt machen können, also auch durch andere Steine hindurch. Aber das erklärt sich ganz leicht, denn man kann den Laserstrahl hier so einstellen, dass er erst an einem bestimmten Punkt fokussiert wird und wirkt. So, das ist meine Erklärung zu diesem Abbaugerät hier. Okay, wir haben es geschafft, wieder hier raus. Oh, du tust uns ja nichts. Oh, was haben wir da? Hier ist was Neues. Ist das vielleicht Silber? Das gesuchte, besagte Silber. Schauen wir mal, das wäre gut. Dann sind wir schon der Satellitenschüssel um einiges näher. Ja, das war Silber. Das ist gut. Die dauert richtig lange abzubauen. So, wir gehen mal hier in die Mitte, damit das schneller geht. Aber man müsste das Gerät ja tunen können. Damit wir schneller abbauen. Aber wenn ich jetzt die Maus loslasse, dann war die ganze Wartezeit umsonst. Aber so, ist das da auch noch ein Silberblock? Nee, ne? Sieht aus. Also links daneben, der da so frei rumliegt, das ist, glaube ich, nur Cobblestone. So, dann haben wir hier alles Silber abgebaut und hier ist auch noch Material, was wir auf jeden Fall brauchen. Nehmen wir auch direkt mit. Okay,
gucken wir mal, was war jetzt. Also wir haben hier Gold. Jetzt haben wir hier Iron Ore, das lege ich mir direkt schon mal hier hin. Silver Ore, genau. Die legen wir hier. Dann können wir die nachher direkt in den Ofen schmeißen. Das ist gut. Gut, dann gehen wir weiter. Da, jetzt sind wir wieder hier in dieser besagten Todeshöhle. Diesmal machen wir das Ganze ein bisschen vorsichtiger. Hier haben wir, glaube ich, Pixels wieder drin. Okay, direkt mal die Waffe in die Hand nehmen. Haben wir noch Licht? Okay, da ist nur so ein... Wo sind die hin? Autsch! Mit dir habe ich gar nicht gerechnet hier unten. Blödes Vieh. So, direkt mal wieder heilen. Tja, wie es aussieht. Nehmen wir mal die Taschenlampe. Sie sind weg. Die Spinne ist weg. Und auch das andere Vieh, was uns angegriffen hat, ist weg. Schade. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? So, okay, hier kann ich springen. Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen weiter noch gucken. Den nehmen wir auch mit. Das gibt es ja. Pixels, die können wir auf jeden Fall, werden wir davon bestimmt später einiges brauchen. Was haben wir hier? Dann nehmen wir das auch noch mit. Ein bisschen näher ran. Oh, da unten ist eine grüne Kiste, sehe ich gerade. Das kann ja auch spannend werden. Vielleicht sind da irgendwelche besonderen Special Items drin. Gucken wir gleich mal nach, wenn wir das hier abgebaut haben. So, jetzt hier noch den. Na komm schon. So. Die leuchtet grün. Oh, Energy Dash Blueprint. Unlock the Energy Dash Crafting Schematik. Das ist ja nicht schlecht. Können wir die Kiste eigentlich mitnehmen? Ha. Hightech Chest. Nicht schlecht. So, was können wir denn jetzt damit machen? Das heißt, vielleicht müssen wir den anwenden, dass wir davon lernen. Ja, neue Technologien sind verfügbar. Okay, dann denke ich mal, wir porten uns mal hoch ins Schiff. Einmal um die neuen Sachen in den Ofen zu schmeißen. Und dann schauen wir mal. Wir haben, glaube ich, hier... Nee, haben wir nichts mehr drin. So, verarbeiten wir das schon mal in der Zeit. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier Neues gelernt? Ach so, ich muss ja auf den Crafting Table. So. Werkzeuge. Metal Workstation. Oh. Was brauchen wir da denn? Molten Core. Pixels. Brauchen wir dafür 300. Und Iron. Und ein genau. Ein Schmiedebock. Block. Brauchen wir auch dafür. Was ist denn Molten Core? Okay, das gibt's nicht. Okay, es sind auf jeden Fall einige Sachen dazugekommen.
Also wir haben schon richtig viel um Cooking Table. Okay, den machen wir jetzt noch nicht, weil wir ja noch das Material brauchen. Und zwar hier für Pixels haben wir jetzt genug. Silberbarren brauchen wir noch. Wir gucken jetzt mal nach. So, Silber haben wir auch. Genug. Die machen wir jetzt auch mal. Und schauen jetzt nochmal nach. So, Silber haben wir genug. Copperbar kriegen wir noch. Ironbar brauchen wir nicht. Und Woodplanks brauchen wir auch noch. Dann machen wir die direkt mal wirklich einfach mal alle verarbeiten wir und so, das können wir rausholen. Gut, dann haben wir schon richtig viel Material. Nur noch einmal Iron und Copper brauchen wir noch. Und dann gehen wir direkt mal wieder runter auf den Planeten. Und beamen uns runter. Was haben wir denn hier? Achso, da ist die Hightech-Kiste. Ah, okay, die können wir dann gleich oben auf dem Raumschiff lassen. Hui, yep. Springen, springen. Die Kiste hier können wir doch bestimmt auch mitnehmen, oder? Ja, da war ja auch nichts mehr drin. So, das hier ist, glaube ich, Copper. Gucken, ob wir da so drankommen oder ob wir uns jetzt näher buddeln müssen. Hm, mal sehen. Mal schauen. Ah, toll, an den einen kommen wir nicht dran. Dann müssen wir uns hier ein kleines bisschen runter buddeln. Den hier noch kaputt hauen. Ja, okay. Gut. Ah, daneben. Aber ich nehme hier den Mega-Schlaghammer, der ist richtig gut. Oh, ich darf hier nicht zu nah ran. Ich darf nicht zu nah ran. Das Ding da hat mich ja schon mal ganz am Anfang umgebracht. Mit dem ist echt nicht zu spaßen, wirklich nicht. Ich glaube, dafür sind wir immer noch viel zu schwach. Das scheint hier so der Boss zu sein. Auf diesem Planeten könnte ich mir so vorstellen. Und jetzt haben wir noch Iron Ore gekriegt. Das ist auch gut. Vielleicht reicht es sogar für die Satellitenschüssel jetzt. Mit dem Material, was wir jetzt noch bekommen haben. Schauen wir einfach mal. Wir gehen jetzt nochmal hoch aufs Raumschiff. Und schmeißen das in den Ofen. Was wir hier eingesammelt haben. Wo ist jetzt... hier. So, der kommt wieder raus. Dann den rein. Na, ich glaube, uns fehlt noch einer. Meine ich. Sollen wir mal nachschauen. Ja, also es ist noch... Nee, uns fehlen sogar noch vier. Okay. Gut, das werden wir dann in der nächsten Folge direkt am Anfang machen. Das geht ja dann ratzfatz. Dann holen wir uns noch Copperbar und dann können wir endlich mit einem großen Raumschiff in Kontakt treten. Mal gucken, was uns das bringt, wie uns das weiterhilft. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. Wir haben in dieser Folge auch neue Technologien bekommen. Auch super. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Euer NoDashPro. Ciao, Leute.